Grüß Gott, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, verändert sich zum Teil von Grund auf. Die Umbrüche sind sicherlich zum Teil gravierend, und wir stecken schon mittendrin in diesem Prozess. Und maßgeblicher Treiber ist vor allem das, was wir heute diskutieren, die Digitalisierung. Die Digitalisierung wird die gegenwärtigen Systeme und Geschäftsmodelle weiterentwickeln, nicht unumkehrbar und auch über viele Jahre hinweg. Und sie schafft sicherlich auch ganz neue Möglichkeiten in vielen Bereichen des Lebens, beispielsweise wie ältere Menschen noch länger in ihren Häusern leben können, durch Smart-Home-Technologie zum Beispiel, oder wie wir für Gehörlose auch das Wort sichtbarer machen können. All das steckt in diesen Bereichen, und wir wissen insgesamt eigentlich noch gar nicht, wie stark diese Auswirkungen auf jeden Einzelnen abstrahlen werden. Aber was die Arbeitswelt angeht, ja, da gibt es schon etwas, was kennzeichnend ist. Erstens, die Arbeit wird flexibler werden. Moderne Kommunikationsmittel machen dies möglich, zeitlich und örtlich ungebundener der Arbeit nachgehen zu können. Das ist auch eine große Chance. Eine große Chance gerade für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ein familienfreundliches Arbeitsleben, das ist die Basis und die Motivation, für Motivation und Bindung auch an das Unternehmen, im Übrigen auch zunehmend Ausschlusskriterium, ob ich denn ein solches Unternehmen tatsächlich beitreten will oder nicht als Arbeitnehmer. Und zum anderen wird die Bezahlung stärker sich daran orientieren, welche Arbeitsergebnisse erzielt werden. Organisationsstrukturen verändert sich. Arbeit verstärkt Anlass und themenbezogen zu organisieren, Teams zusammenzustellen. All das beschreibt die Arbeitswelt, die sich durch die Digitalisierung verändern wird. Ich empfinde das durchaus als Chance. Als Chance gerade auch für die Arbeitnehmer, eine neue Balance zu finden zwischen Erwerbsarbeit auf der einen Seite, aber auch andererseits Familien- und Freizeit. Das gerade das mobile Arbeiten eröffnet dies. Mehr Verantwortung, Eigenverantwortung, flachere Hierarchien, das ist doch durchaus attraktiv. Und endlich loszukommen von monotoner Arbeit und körperlich belastender Tätigkeiten durch Assistenzsysteme, das hilft vor allem auch älteren Arbeitnehmern oder Menschen mit Handicap. Wer nun die schöne alte Welt konservieren will, der wird sicherlich den Anschluss verpassen. Der wird die Chance der Digitalisierung nicht nutzen. Und dann wird Wertschöpfung und Wohlstand nicht mehr in diesem Maße in Deutschland stattfinden. Deshalb gilt es als Aufgabe, der Gesellschaft den Wandel nicht hinzunehmen, sondern aktiv zu gestalten. Die großen Potenziale der Digitalisierung müssen nach Möglichkeit allen Menschen gleichermaßen zugutekommen. Und dabei setzen wir auf bewährte Prinzipien, Leistung und Sozialpartnerschaft, Chancengerechtigkeit und Solidarität. Das sind die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Diese bleiben Richtschnur, und wir werden die Digitalisierung sozial gerecht gestalten. Digitalisierte Arbeitswelt braucht starke Sozialpartner, einen fairen Interessensausgleich, und deshalb werden auch Tarifverträge weiterhin eine zentrale Rolle einnehmen. Aber natürlich rufen auch die Unternehmen verstärkt nach Flexibilität. Da ist natürlich auch etwas dran, Arbeitszeitrecht zu hinterfragen und vorsichtig zu öffnen. Darauf setzt ja auch das Bundesarbeitsministerium mit Experimentierräumen. Ja, wir könnten da durchaus auch mutiger sein, aber wir müssen auch immer klar werden, wir brauchen weiterhin genügend Raum für Familie, für Freizeit und Erholung. Erwerbsarbeit ist richtig und gut. Aber sie ist im Leben nicht alles, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass wir auch genügend Räume haben für Familie und für die Erholung und eben auch Pausen für Kreativität. Nur dann wird Kreativität entsprechend da sein. Und Räume zu eröffnen für individuelle Lösungen, für die Unternehmen gleichermaßen wie für die Arbeitnehmer, das ist unsere große Aufgabe. Ich traue zu, dass wir das tatsächlich in einem Rahmen, einen fairen Interessensausgleich tatsächlich hinbekommen. Und ein zweiter Aspekt, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Je mehr Freiheiten die Menschen haben, desto mehr wird auch der Aspekt der Eigenverantwortung in den Mittelpunkt rücken. Das gilt auch für den Arbeitsschutz. Und deswegen müssen wir hier gerade diese Aspekte der Eigenverantwortung, diese Fähigkeiten weiterhin stärken. Und gute Aus- und Weiterbildung als dritter Punkt. Die duale Berufsausbildung hat sich
mit ihrer hohen Anpassungsfähigkeit durchaus bewährt. Und sie wird auch in der Digitalisierung Erfolgsmodell bleiben. Wir müssen Ausbildungsordnungen sicherlich überprüfen, die digitale Kompetenz aber insbesondere stärken. Ich meine dabei die Fähigkeit zur Selbstorganisation jedes Einzelnen, die Eigenschaften wie Selbstbestimmung, Verantwortungs- und Sicherheitsbereitschaft, aber auch Zuverlässigkeit im großen Rahmen zu betrachten. Und natürlich den Grundsatz des lebenslangen Lernens müssen wir stärker in den Blick nehmen. Und dabei ist der Ausgangspunkt, die Verantwortung hierfür liegt bei jedem Einzelnen, bei den Arbeitnehmern wie auch bei den Unternehmen selbst. Und sie wollen wir in ihrer Eigenverantwortung zu unterstützen. Und dabei, meine sehr verehrten Damen und Herren, hilft eben nicht die Schablone, sondern passgenaue Lösungen. Und dafür wollen wir auch die Stärken der Bundesarbeitsagentur in den Blick nehmen und nutzen. Es gilt, die Unternehmen und Beschäftigten verstärkt zum Thema Weiterbildung zu betrachten und die Begleitung der Beschäftigten gerade an den Übergängen und Wechseln im Arbeitsleben ist und bleibt die zentrale Aufgabe der Arbeitsagentur, Beratung und gezielte Förderung. Transparenz bei den Weiterbildungsangeboten schaffen. Da sehe ich die zentrale Aufgabe der Bundesarbeitsagentur, eine Lotsenfunktion zu haben, aber natürlich nicht eine staatliche Weiterbildungsbehörde zu werden. Das genau wird die Bundesarbeitsagentur nicht sinnvoll ausfüllen können, sondern es sind die Betriebe, es sind die Unternehmen, es sind jeweils der einzelne Mensch, der genaue individuelle Lösungen braucht. Und da schaffen wir nicht durch Schablonen, durch staatliche Behörden, sondern hier müssen wir ansetzen, dort ganz subsidiär an den Unternehmen und diese stärken und weiterentwickeln. Und zuletzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Digitalisierung ist eine große Chance, weil sie vor allem die Menschen in den Mittelpunkt drückt, verstärkter mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Begabungen. Und das sollten wir zutrauen. Und genau diese Fähigkeiten und Begabungen als Informations- und Wissensarbeiter, dies gilt es zu stärken. Wie schaffen wir es, Informationen verstärkter zusammenzuführen, Lösungen schnell zu entwickeln? Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Organisation, nicht nur in Betrieben, sondern natürlich auch, wie wir miteinander kommunizieren, welche Fähigkeiten wir da mitbringen in der Kommunikationsstruktur und im Kommunikationsverhalten. Die Digitalisierung ist in der Tat eine große Chance für uns, Wertschöpfung in diesem Land zu sichern, zu erhalten und auszubauen, aber natürlich auch mehr Flexibilität, gerade auch im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Menschen in diesem Land zu gewinnen. Daran arbeiten wir. Herzliches Dankeschön. Als nächster Redner spricht Herr Dr. Hans-Joachim Schabelot für die